Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der Versucher wird immer wieder das Wirken des Herrn dezimieren. Und Jesus weiß das, und das sagt er uns auch in diesem Gleichnis. Aber er möchte uns Hoffnung machen. Die Fülle der Gnade, wenn sie einmal losbricht, ist um ein Vielfaches höher als all der Schaden, den der Feind anrichten kann. Der heilige Laurentius von Brindisi ist ein Beispiel dafür, dass der Protestantismus und der Unglaube seiner Zeit schlimm waren, und das, was aber Gott durch diesen einen Mann, oder nicht nur durch diesen einen, die katholische Reform hat viele solcher, einige solcher großen Leuchten gehabt, die den Glauben in Europa wieder aufgerichtet haben, aber das Wirken war um ein Vielfaches höher als all das, was der Feind zerstören konnte. Das soll uns bewusst sein. Auch wenn uns jetzt die Schläge hart treffen, wenn vieles geschieht, das unglaublich ist und genau genommen undenkbar. Und doch geht es darum, dass wir standhalten, dass wir aushalten, beten, opfern, hoffen und vertrauen. Es kommt der Tag des Herrn. Es kommt die Zeit der Fülle, der Gnade. An uns liegt es, dass wir ausharren bis zum Schluss, dass wir uns nicht vom Unglauben erfassen lassen, dass wir uns nicht blenden lassen von den Dingen, die der Herr zulässt, dass sie geschehen. Der Herr ist immer noch größer. Und wenn er es nicht zulassen würde, dann müssten wir Angst davor haben. Aber wenn Gott es zulässt, dann gibt es immer einen Weg. Aber einen Weg, auf den viele zur Umkehr gerufen sind. Bleiben wir im Gebet, hoffen wir, beten wir. Lassen wir uns nicht blenden von den Meisterwerken des Versuchers, sondern hoffen wir und glauben wir, dass die Gnade des Herrn um ein Vielfaches größer ist,
Vergelt's Gott.